Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wow, der Patch ist, glaube ich, 2-3 Wochen her und ich schaff's endlich mal, euch die neue Farm-Map zu zeigen. Also, eine von vielen. Juhu. Also, es ist wirklich der Patch. Ist 2,5 Wochen her, glaube ich. Jetzt müsste es bald schon das Geburtstagsevent geben. Und ich schaff's jetzt gerade mal, euch diese Map zu zeigen. Oh mein Gott. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe richtig Hallo gesagt. Aber ich habe doch nicht gesagt, dass wir heute mit Quentin spielen. Nein. It's a Caleb. In der Schrank. Okay. Er guckt auf Kate. Dann gehen wir mal wieder weg. Ja. Ich muss ja sagen, ich finde die Map schon cool. Es ist zwar jetzt die dümmste Farm-Map, die es gibt, weil das ist, glaube ich, die, wo einfach nur die Shack in der Mitte ist und sonst nichts. Ich mag aber die Farbgebung sehr. Die erinnert mich ein bisschen an den Saloon, den ich ja auch sehr mag. Ja. Ansonsten ist es, glaube ich, einfach nur eine Gewöhnungssache. Was ich ein bisschen hart finde, was ich vorher besser in Erinnerung hatte, die Wände bei den Loop-Spots, sagen wir es mal so, in Jungle Gyms, die sind sehr blickdicht. Das heißt, du kannst, wenn du gejagt wirst, nicht mehr so gut sehen, wo der Killer hingeht. So hast du immer mal so ein rotes Licht durchscheinen sehen. Das ist nicht mehr. Also nicht mehr so wirklich gut. Aber Gewöhnungssache. Das war ja beim Schrottplatz damals auch, dass die Wände dann sehr blickdicht wurden. Und da meckert jetzt auch keiner mehr drüber. Also... alles nicht so dramatisch. Problematisch ist nur, dass der Killer kommt. Oh, was ist denn hier los? Ich sehe nix. Wow! Oh. Haben wir Ruin? Nee. Dann hätte sich der Jenny ja zurückgesetzt. Was ist denn das? Verteufelter Boden? Nö. Dann keine Ahnung. Aufgezehrte Hoffnung? Hatten Caleb aufgezehrte Hoffnung dabei? Übrigens, guckt mal, die Mähdrescher sind auch geändert. Kämmt er jetzt, weil die gewunken hat? Ich rette dich. Lass mich bitte. Ich muss dich heilen. Ich habe eine Archivaufgabe. Danke. Genau, seit gestern. Also ich nehme gerade am 6. Mai auf. Gestern kam ja auch das neue Archiv online. Das neue Tome, Rift, wie auch immer. Ich sag immer das neue Archiv. Das ist wirklich Gen Rush hier, oder? Wie? Ja, und ich muss Leute heilen. Ich hatte überlegt, die Aufgabe mitzunehmen, 6 Truhen zu öffnen. Aber ich wollte euch nicht den Truhenöffnungssimulator zeigen. Upsi! Nicht gut. Okay, der schießt halt auch gut. Das war's. Uah. Oh, Entschuldigung. Ich hab abgeschmiert, oder?
Nee, er will mich. Er kriegt mich auch. Hier kam eine Wand. Ups. Letzter Gen ist an und jetzt werden wir bestimmt weggekämpft. Das war jetzt nicht so eine gute Runde für ihn. Wir sollen lieber die aus... Ja, jetzt hier am Ausgang jagen ist auch ein bisschen blöd, Felix. Ich hab die jetzt gezogen. Ich wollte nicht, dass er auf mich schießt. Also, ich meine, er hätte so auch auf mich schießen können, aber... So, die Frage... Okay, hier ist offen. Oder? Ja, tschüss, Leute! Felix ist gerettet. Möchte mich nicht hier rausziehen lassen. Soweit ich Herzschlag habe, gehe ich. Okay, er jagt. Hey, ich will mit Quentin entkommen. Quentin ist mit Abstand der Survivor, der hier am seltensten gezeigt wird. Ich bin auch nicht entkommen, okay? Wo sind sie denn, Kate? Ich mal Krach machen? Nee, das ist mir zu weit weg. Guck mal die Leiste um. Ups. Guck mal! Felix! Wollte Felix raus, Dad haben und ist einfach zur Seite. Guck mal, ich hab noch ein bisschen. Ich hab sie noch ein bisschen geschützt. Ja. Fand ich gut. Weil die Max sich zwischendurch eine Sekunde selbst geheilt hat, hat das nicht für einen Zähler in dieser Aufgabe gereicht. Ach, alle schreiben GG. Ich schreibe TG. Toll gespielt. So. Ich bin mit Quentin rausgekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wenn ihr Survivor-Wünsche habt, lasst es mich gerne wissen. Ich bin immer so ein bisschen ratlos, wen ich spielen soll, wen ihr sehen möchtet. Oder was ich denke, wen ihr sehen möchtet. Wir sehen uns aber sehr gern bei der nächsten Folge DBD wieder. Bis dahin. Übrigens, nächste Woche geht's mit der Adept-Challenge weiter. Aber ich muss erst mal warten. Ich nehme ja wieder im Voraus auf. Ich weiß nicht, ob dein eventuell Event ist oder nicht. Wir gucken. Egal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!